So. Genau. Und jetzt schieben wir die dahin. Und dann dürfen wir bloß keinen Fehler machen und dann klappt das. So. Ah, doch, doch, ist okay. Und runter. So, und jetzt ganz vorsichtig. Jetzt dürfen wir aber nicht versagen, indem wir... Ja, wieder knappes Ding. Gut, da ist die Kiste. Die müssen wir dann da... Ah, das ist zu weit. Ein Stück zurück. Darauf kriegen. So. Genau. Oh. Jetzt dachte ich, schießt er mich hier tot, aber das hat er dann doch nicht gemacht. Der schießt die Kiste ja nur an. So, noch ein Stück nach vorne. Ja. Okay, also das war schon mal soweit richtig, dass wir hier hinkommen. Und dann ist da eine zweite Kiste. Ah. So, runterrutschen. Okay, na gut, die muss jetzt erstmal hier so darunter. Nein, ah gut, noch einmal. Ah, das war schon, das war zu weit. So. In Mittel. Ja. Gut. So. Jetzt haben wir die Kiste hier. Jetzt überlegen wir mal. Ja, genau, da geht das schräg nach oben. Das heißt, wenn wir die Schwerkraft wieder ändern, ist die Kiste da. Das heißt, wir haben zwei Kisten. Gut. Und die nehmen wir die wieder mit. Die kommt ja denn. Ah, die nehmen wir. Die nehmen wir mit. Oh, nicht, dass ich da noch hier, dass die Kiste auf mich fällt und mich hier tötet. So, da gleich rüber. So. Und dann haben wir zwei Kisten. Die schieben wir schon mal hier hin, dass wenn ich die Schwerkraft wieder ändern würde. Oder? Ja. Gut, wir holen jetzt erstmal die andere Kiste. So, so, so. Jetzt haben wir zwei Kisten. Können wir die hier gebrauchen? Also da hinten bringt sie uns auf jeden Fall nichts. So. Ja, hier muss eine hin. Hier muss eine hin. So, das heißt, umdrehen. So. Eine muss dahin. So, ich will die andere. Ich will die andere noch. Genau. Die muss denn dahin, wo der aufhört. Genau so. Und dann muss ich im richtigen Moment. So. So. Ja, genau. Und so sind die. Oh, ich hätte jetzt gedacht, jetzt mache ich mir das wieder kaputt, weil ich da runtergesprungen bin. Aber es hat funktioniert. Okay. Beide? Ja, genau, beide. Machen wir mal an.
beide oben. Mach ich mal aus. Ja, beide wieder unten. Ja, dann lassen wir die mal beide oben sein und dann mache ich das mal an. Was passiert dann? So. Jetzt hängen beide oben. So. Okay, und wenn ich den jetzt ausmache. So, aber so komme ich ja noch nicht. So, wenn ich jetzt... Okay. Die müssen aber oben sein, damit ich da erstmal mich bewegen kann. Na. So. Da ist es jetzt magnetisiert. Oben magnetisiert es, dass sie oben bleiben. Ich will ja darüber kommen. Das heißt, die muss ja eigentlich auf dem Boden sein. Und die da hinten muss schweben, damit ich da hochkomme. Das heißt, wie kriege ich das hin? So. Ich muss das... Genau, ich muss das anmachen. Und die eine ist schneller oben als die andere. Ja, das war schon zu langsam. Ja, genau, jetzt nochmal zurück. Und wenn die oben ist, muss ich sofort aufhören, dass die rechte wieder runterfällt. So. Also die bleiben ja erst oben haften, wenn das an ist und die oben an der Decke sind. So. War ich jetzt schnell genug? Nee, war ich nicht. Das ist ein ganz kurzer Moment. Ja, das, genau. Jetzt ist er wieder runtergefallen. So wollte ich das doch. Genau, und jetzt kann ich hier rüberspringen. Und hier rauf. Und dann haben wir hier wieder tauschen. Okay. Ja. Jetzt will ich aber... wieder runter, da weiter. Ah, okay. Das heißt, ich muss schnell sein. Vielleicht sogar ein bisschen Anlauf nehmen. So. Ah, gut, das klappt schon mal nicht. So, vielleicht während der nach oben fährt. So. Ja, genau, ich hatte mehr Zeit. Ah, es reicht aber nicht ganz. Ich muss schon früher nach unten machen. So. Ja, 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 bleib so. Genau. Und... Oh, 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 da sind Spieße, da sind Spieße. Mitten rein. In die Magenkuhle.
Ich habe eben nicht die Taste, richtige Taste gedrückt, um um loszulassen. Gut, jetzt habe ich gepennt. Nee, das war doof. So ein Stück. So, und wenn es nach oben kommt. So. Genau. Nicht genau. Warten wir so. Ja. Schwänzchen. Genau. So. Und jetzt haben wir es auch geschafft. Nehmen wir noch die Ziegel mit. Wow. Ich glaube, wir müssen jetzt... Ja, ist das der... Mensch, gleich richtig geklappt hier. Ich muss nämlich immer im Sprung da diesen Knopf da oder das, die Schwerkraft, in welche Richtung die Schwerkraft geht, drücken. So. Okay. Jetzt muss ich da unten hin und vielleicht schnell rüber oder so. Ja. Mensch, dass das auf Anhieb klappt. Ich bin gerade... Ist das die falsche Seite, ne? Gut. Ach, Mensch. Was ist jetzt los? Jetzt habe ich keine... Was? Jetzt funktioniert der Analogstick hier nicht von dem... Hä? Bin ich denn... Jetzt ehrlich, der Analogstick will nicht reagieren. Ich drücke hier. Hier, ihr hört das vielleicht. Jetzt habe ich, hält ich das mal. Der reagiert nicht auf meine Bewegung. Muss ich das jetzt hier Tastatur? Ach, ich muss hoch und... Ach, Mensch, ich bin so doof. Hoch und runter muss ich jetzt machen. Um mich hier... Ja, das... Da habe ich jetzt nicht reagiert. Das war wohl nur ein Zufall, dass ich das auf Anhieb geschafft habe. Wieder nicht gedrückt. Ich dumme Nudel. Ja, so. Jetzt aber. Jetzt will ich es richtig machen. Genau. Ach, so. Jetzt runter und jetzt nach rechts lang und nicht ins Ungewisse links. So. Ja, da ist wieder ein Pfeil. Jetzt habe ich eine Kiste. Oh. Okay. Was mache ich da? Ich muss ja irgendwie... Wie muss ich das überhaupt machen? Kiste schieben. Ich kann ja jetzt wieder runterfallen und dann wieder aktivieren. Genau. Ach, dann kann ich... Genau, dann kann ich rüberklettern. Ah, und dann muss ich auch noch schnell genug da sein. Also da jede Sekunde zählt. So.